Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ja nochmal eine kleine Vorstellung, einen Erfahrungsbericht über einen Rucksack. Hier seht ihr ihn schon stehen, den Vanquest Trident 21 oder Trident 21, wie man so schön auf Deutsch sagt. Einen EDC Tagestouren-Rucksack, Kamera-Rucksack, jedenfalls einen Rucksack mit verdammt vielen Möglichkeiten. Und wenn ihr Lust auf diese Vorstellung habt, dann bleibt dran. Ansonsten abschalten oder schaut euch doch nochmal ein Tuchenvideo an. Ich verlinke euch mal eins hier oben. Also viel Spaß mit dem Video. Ja, vorab, der Trident 21 wurde mir, wie meine anderen Sachen von Vanquest direkt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Jahren mit Vanquest zusammen. Das ist jetzt den dritten Rucksack, den ich für Vanquest teste, wo ich ihnen Feedback dazu auch gegeben habe. Der Rucksack ist jetzt schon ein gutes Dreivierteljahr bei mir im Einsatz. Hatte ihn 4 Wochen auf meiner Amerika-Reise mit dabei. Und habe ihn jetzt mal wieder so gepackt, wie ich ihn damals ungefähr dabei hatte. Ein paar Sachen fehlen, weil ich hatte jetzt keine Lust, alles im Haus zusammenzusuchen. Aber größtenteils kommt es doch dem sehr nahe, wie ich ihn in Amerika auf Touren oder unterwegs dabei hatte. Ja, wir haben hier einen Rucksack mit einer Größe von 21 Liter. Preis liegt ein bisschen über 200 Euro. Ist also kein günstiger, billiger Einsteigerrucksack, sondern schon ein Rucksack wirklich für einen fortgeschrittenen, also wirklich schon ein Profi-Rucksack, würde ich meinen. Der sehr, sehr gut verarbeitet ist. Also ich blende euch hier mal gleich ein paar Bilder ein. Die Nähte, die sind hier alle einwandfrei gearbeitet. Da steht nichts irgendwo über. Alles super sauber verarbeitet. Da legt der Michael von Vanquest auch sehr, sehr hohen Wert drauf. Der hatte mir im Gespräch noch erzählt, dass er da alle paar Monate rüberfliegt. Ich glaube in Vietnam. Ich weiß nicht, irgendwo im Südostasien werden die produziert. Und dann macht er teilweise eine Qualitätskontrolle und da überprüft er wirklich, an einem Tag etliche Rucksäcke querfeldein, ob da wirklich alles so ist, wie es von ihnen vorgegeben ist, wurde. Und ja, da gibt es immer wenig zu beanstanden. Deswegen haben wir hier wirklich einen gut verarbeiteten, soliden Rucksack, der, ja, wenn es gut läuft, den man definitiv noch an seine Kinder weitervererben kann. So. Da würde ich sagen, schauen wir uns den Rucksack mal im Detail an. Ich habe ihn hier in der Black Camo Variante. Es gibt ihn, glaube ich, auch in einem Schwarz, in einem Coyote so Sandfarben und in dem Wolf Grey, in dem ich die anderen Rucksäcke habe. Und da blende ich euch die Farben jetzt mal ein. Und ja, ich würde sagen, damit ihr ein bisschen mehr seht, hole ich euch ein bisschen näher ran. Ja, vermutlich kriegen wir in dem Review hier gar nicht alle Features und Details vom Vanquest wirklich eingefangen. Auf der IWA habe ich ihn auch schon mal kurz vorgestellt. Also, wir haben hier, das ist ein absolutes Organisationstalent. Wir haben hier aufgesetzt eine kleine Tasche hier oben mal. Habe ich mal so ein paar Riegel reingemacht. Dann haben wir hier hinten Gummibänder. Da kann ich also Sachen auch organisieren. Hier hinten dran nochmal ein schönes Einsteckfach. Hier vorne nochmal ein Fach mit einem Reißverschluss gesichert. Mit so einem semi-transparenten Material. Die Rückseite hier so mit einem Flausch ausgestattet. Also eignen sich auch wirklich gut, um eine Brille hier reinzumachen, ohne sie wirklich ins Etui machen zu können. Da hatte ich meistens auf der Reise, ich habe das Teil auch als Handgepäck genutzt, das geht übrigens auch einwandfrei, hatte ich meistens so Reisepass drin, dass ich da immer schnell rangekommen bin. Alle Reißverschlüsse, die hier sind, sind entsprechend ausgestattet. Die kann man übereinander legen. Kann man theoretisch oder nicht nur theoretisch, kann man praktisch auch mit entsprechenden Schlössern, mit Kabelbindern sichern, um das entsprechend vor fremdem Zugriff zu schützen. Dann haben wir im unteren Bereich, also da haben wir etwa ein Drittel, zwei Drittel nochmal eine große Tasche aufgesetzt. Die hat einmal hier vorne nochmal ein flach aufgesetztes Fach, auch doppelt Reißverschluss, hier eigentlich auch über die ganze Breite, da geht also auch einiges rein. Das Ganze, ja, ihr seht es hier auch schon mit Molle, mit Lasercut-Molle hier drauf und entsprechend Flausch, sodass man sich den Rucksack individualisieren kann. Wie gesagt, hier das recht große Fach. Das eignet sich natürlich auch sehr gut, um nochmal Pässe oder sowas oder Papiere drin zu verstauen.
Die Reißverschlüsse kann man auch hier quasi ganz hochziehen. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick, die entsprechend hier durch den Loop durch und dann hier ja, festklipsen. Und dann ist das ja, Fach zumindest für den ja, schnellen, gegen den schnellen Zugriff gesichert. Ja, dann haben wir hier hinten dran ein großes Fach, dass man nicht ganz auf der Seite aufmachen kann. Auf der Seite geht es bis ganz runter auf. Etliche Einschubfächer für, ja, ich habe hier Kugelschreiber drin gehabt. Ich habe tatsächlich so eine kleine Armbanduhr mit dabei gehabt. Ich trage die Uhr nicht so gerne, habe ich dann nur bei bestimmten Situationen getragen, wo es dann auf die Zeit ankam. Ja, eine Taschenlampe, das hier ist die Wuben E05, die hatte ich mit im Urlaub. Hier kann ich nochmal einen Schlüssel dran befestigen. Da hatte ich eigentlich direkt, nachdem ich mein Auto auf dem Parkplatz in Frankfurt abgestellt habe, direkt meinen Autoschlüssel dran gemacht und der ist quasi den ganzen Urlaub dann da dran geblieben. Hier hinten haben wir noch ein Fach, da habe ich jetzt mal mein EDC-Wallet dran gemacht. Also auch recht groß. Auf der Seite dann wieder auch ein schönes Fach mit diesem hier transparenten Stoff. Diesmal auf der Seite mit Flat gesichert. Wie gesagt, da ist auch ja, zwei Handvoll Platz, um auf ja, schön was unterzukriegen. Tempos oder was auch immer man hat. Haben wir die Tasche auch schon mal abgefrühstückt. Bleiben wir quasi im Außenbereich. Da haben wir auf der rechten Seite, wenn man den Rucksack trägt, hier ein Fach für eine Trinkflasche. Ich habe gleich mal noch einen Mountain Dew reingemacht. Das habe ich in Amerika sehr gern getrunken. Und das Ganze lässt sich, wenn man es nicht braucht, schön klein zusammenrollen. Oder ja, mit so einem Reißverschluss klein machen. Dann trägt es nicht groß auf. Aber so kriegt man, wie gesagt, eine halbe Liter Flasche hier locker rein. Hier unten drunter haben wir auch noch einen ganz kleinen versteckten Fach. Da habe ich jetzt mal ein Erste-Hilfe-Päckchen drin. Habe aber hier drin auch noch Unterteilungen. Wie man sieht, ist das alles immer schön mit dem Orange ausgestattet. Hier könnte ich auch nochmal einen Schlüssel dran machen. Ja, so kleine Einsteckfächer. Da hatte ich auch nochmal diese Tabletten drin, die mit einem Schluck Wasser aufgehen. Und dann hat man eben ein Tuch. Ja, wenn man hier in dem Fach nichts drin hat, dann passt hier vorne sogar eine Nalgene rein. Habe ich gerade eben nochmal getestet. Also da kriegt man auch einen Liter problemlos außen dran. Ja, im Urlaub mit gebraucht. Da hatte ich dann meistens ja irgend so ein 0,5 Liter Getränk oder eine 0,75 Liter Flasche hier drin. Die hat mir dann vollkommen ausgereicht. Ja. Bevor wir gleich ins Innere gehen, schauen wir uns nochmal die Rückseite an und das Tragesystem. Geliefert wird er eigentlich mit einem ja, Hüftgurt. Der ist hier unten hinter dem Beckenpolster reingeklettet. Den kann man problemlos rausmachen. Habe ich auch eher direkt gemacht. Also für die Anwendungszwecke, wo ich ihn genutzt habe, wo ich ihn eben auch öfter an- und ausziehe im Reiseverkehr in der Stadt oder so, brauche ich eben keinen Hüftgurt und der baumelt dann nur unnötig rum. Ja, aber dann haben wir hier noch einen Brustgurt dran. Wir haben hier richtig schön dicke Rückenpolster. In der Mitte nochmal eine Hinterlüftung. Auch das Beckenpolster ist richtig schön dick und der trägt sich sehr gut. Vom Tragesystem seht ihr, das ist auch schon so ein bisschen ergonomisch geformt. Also das liegt wirklich sehr gut an. Also wenn man sich vorstellt, man ist hier so dazwischen, dann hat man hier schön Platz und das Ding liegt schön an den Schultern auf. Folgt dann der Körperform nochmal so ein bisschen. Ja, trägt sich also wirklich gut. Ich hatte es ja auch bei einigen Wandertouren im Algonquin Provinzialpark mit dabei. Und also da hat er mir auch sehr gute Dienste geleistet. Und ja, wie gesagt, auch über 10, 12 Kilometer war es kein Problem, den Rucksack da zu tragen. Hier unten dann unter den, ja, ein bisschen versteckt, nochmal so eine Schnellrelease-Backe, so eine Schließe, um den Rucksack eben schnell abwerfen zu können. Der Brustgurt ist dann auch nochmal in der Höhe verstellbar. Hier oben sind dann danach direkt mitgeliefert noch so ein paar kleine ja, Klettstreifen dran, um eventuell ein Trinksystem zu befestigen. Das Trinksystem selber kann man quasi hier über den Rucksack rausführen oder auf der anderen Seite haben wir hier eine schöne Öffnung dafür. Ein ja, Tragegriff ist auch dran, der richtig gut gepolstert ist. Das heißt, wenn man dann
ins Flugzeug reingeht, hat man dann, und dann ist es dann vielleicht doch ein bisschen schwerer beladen, dann schneidet sich das Gurtband nicht in die Hand ein und trägt sich so wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, etliche Befestigungsringe, Schlaufen, Molle, Loops, hier nochmal Molle mit Hyperland dran, also ich könnte hier auch nochmal eine Wasserflaschentasche hier außen drauf machen oder mir irgendeine andere Pouch hier drauf machen. Vorne haben wir noch was vergessen, da haben wir hier auch nochmal so ein Gummiband dran, also da kriege ich auch problemlos nochmal eine leichte Regenjacke drunter, die ich dann vielleicht nur bei einer Wanderung mitnehme, aber nicht die ganze Zeit anhaben möchte. Ja, damit sind wir außen schon durch. Unten, unten haben wir vorher vergessen, da haben wir auch nochmal ein paar Molle-kompatible oder so ein paar Schlaufen, wo ich durchaus auch nochmal mir mit einem Bändern irgendwas unten drunter machen kann. Vielleicht eine kleine Isomatte oder mir vielleicht auch nochmal Bänder reinmachen und die Jacke vielleicht unten drunter zu hängen. Also da stehen einem alle Möglichkeiten offen. Ja, schauen wir jetzt mal in das Innere des Rucksacks rein. Wir haben hier, das könnt ihr schon sehen, einen Reißverschluss, der geht hier an der Seite bis ganz runter. Auf der anderen Seite haben wir ihn aber nur bis etwa einem Drittel etwa. Das heißt, es kann nicht passieren, dass ich den Rucksack ganz aufmache. Ist dann eben auch so konzipiert, dass ich den Rucksack nur halb runternehme, ihn dann entsprechend zum Beispiel nur ein bisschen aufmache und dann eben an alles rankomme, was hier im Rucksack drin ist. Hier außen haben wir auch nochmal noch einen Druckknopf hier dran, auch nochmal, um so ein bisschen zu verhindern, dass der Rucksack vielleicht ganz aufgemacht wird. Auch hier hätte man nochmal die Möglichkeit, die Schlaufen hier vom Reißverschluss entsprechend durchzuführen. Und dann hat man den Rucksack, ohne dass man den Reißverschluss mit dem Schloss gesichert hat, einfach schnell gegen ein schnelles Aufmachen eben gesichert. So, jetzt aber dann in den Innenbereich. So, und dann schwenken wir mal nach unten, das ist alles ein bisschen einfacher. Ja, wenn man den Rucksack dann so halb runter nimmt, kann man eben das Fach hier direkt aufklappen. Da haben wir wieder so ein halb transparentes Fach, das heißt, ich sehe direkt, was drin ist. Hier hatte ich oftmals Ladekabel drin, für iPhone, für die Kamera oder vielleicht ein paar Ersatzakkus für die GoPro, wo ich eben direkt schnell ran konnte. Und im Inneren, das mache ich hier mal auf der Seite hier ganz auf. Im Inneren ist der Rucksack komplett mit Flausch ausgekleidet. Mitgeliefert werden auch, drei Stück von diesen Dividern oder Teilern. Die kann man entsprechend konfigurieren, wie man möchte. Kann sie reinkletten, um sich so kleine Staufächer zu machen. Habe jetzt mal hier probehalber so ein Staufach gemacht für das für den Selfie-Stick hier. Den kann man hier dann schön reinkletten. Hatte das dann meistens so dabei, hier unten dann während den Tagestouren meine Jacke. Meistens hatte ich ja die Daunenjacke nicht, aber eine andere dabei gehabt, die hier reingepasst hat. Dann habe ich hier mal noch ein Fach abgetrennt, um zum Beispiel euer Objektive drin zu lagern. Geht also einwandfrei. Dann haben wir hier unten drunter auch noch mal so ein bisschen versteckt. Ein recht großes Fach, da hatte ich immer die ganz große Powerbank drin gehabt. Also die ist eigentlich von der Größe her genauso groß wie die Aufsetztasche hier vorne drin. Und hier oben haben wir dann noch mal mit Klett gut gesichert eine kleinere Tasche. Ich meine, da hatte ich die mein kleines Sicherungsgerät für die SD-Karten drin. Und so kommt man eben hier schnell dran. Auf der großen Wanderung hatte ich hier unten dann auch die Hängematte drin. Habe hier also noch genügend Platz für Snacks und ein bisschen was zu essen. Also das kriegt man auch problemlos für zwei Leute unter. Käppi hatte ich drin. Und dann mache ich das Ganze mal nochmal hier an der Seite zu und dann schauen wir von oben rein. Jetzt habe ich dann quasi von hier oben komplett aufgemacht. Hier habe ich mir dann quasi ein kleines Compartment, ein kleines Fach mit diesem Teil angeschaffen. Da ich recht viel Kleinzeug dabei hatte, habe ich noch diese Sticky Cubes von Vanquest genutzt.
Ja, das sind auch so kleine kleine Taschen, die ein Klett hinten dran haben, die man eben auch hier gut reinkletten kann. Auch wieder so halb transparent, das heißt, wenn man aufmacht, sieht man direkt, was drin ist. Es scheint so ein bisschen Licht rein. Man wühlt nicht in der dunklen Tasche rum, deswegen ist hier alles innen drin orange ausgekleidet. Ja, hatte dann Mütze drin. Ja, alles mögliche an Kleinkram, was eben noch so rumgeflogen ist. Mit den Dividern habe ich mir hier so ein so kleines Fach nochmal damit ja geschaffen, sodass quasi hier dann nichts nach unten fällt, wenn man unten entsprechend die Sachen drin hat. Ja, und dann habe ich hier hinten dran, das kann ich dann auch aufklappen, und da habe ich dann meistens mein iPad drin gehabt. Auf Wandertour natürlich nicht, aber als Handgepäck hatte ich dann eben hier das iPad drin. Und ja, so konnte ich das bei der Zollkontrolle oder bei der Sicherheitskontrolle einfach schnell rausnehmen. Das musste ja dann immer separat aufs Band gelegt werden. Oder eben auch die Powerbanks. Musste ich nicht lange im Rucksack rumkramen. Ich wusste genau, hier ist die Powerbank drin. Klack, hol die raus. Und da unten ist das SD-Sicherungsgerät drin, das ja auch eine Powerbank-Funktion hat. Und habe es auch direkt rausgenommen. Und danach konnte ich es eben direkt wieder reinmachen, wo es hingehört. Das Ganze... ja, hier passt auch ein 13 Zoll Laptop rein. Einen 15 Zoll Laptop habe ich gerade eben probiert, der passt hier nicht rein. Das heißt, eher so die kleinen MacBooks oder ja, so kleinen Notebooks kriegt man hier gut rein. Das Ganze hier auch schön, ja, fest. Und ja, nochmal mit so einem, so einer Schaumstoff unten drunter, sodass das also wirklich hier gut geschützt ist. So, dann sind wir von den Compartments hier durch, wir sind außen durch. Ich glaube, wir haben tatsächlich das Ganze gemacht. Ah ja, zu den Sticky Clips nochmal. Wie gesagt, das ist der mittlere, den wir hier drin haben. Dann gibt es noch den ganz großen, der sieht so aus. Ja, da habe ich quasi im Koffer auch so ein bisschen genutzt, um meine Sachen zu organisieren. Ja, Kleidung so ein bisschen reinzumachen. Und den kleinen hier. Den hatte ich tatsächlich dabei als mein Reisetoilettenbeutel. Die Dinger haben hier nochmal einen umlaufenden Reißverschluss hier hinten dran. Den kann man dann noch einmal aufmachen und dann werden die Dinger auch richtig groß. Dann werden sie nicht nur flache Taschen, sondern ich habe quasi dann sogar, ich würde sagen, dreimal so viel Volumen. Also da geht dann schon einiges rein und ich habe hier tatsächlich in der flachen Variante alles reinbekommen, was ich quasi so hygienemäßig genutzt habe. Ich habe eine kleine Zahnpasta drin gehabt, ein kleines Deo, ein bisschen Duschgel, Zahnbürste, bisschen Gel für die Haare, für den Bart, alles war hier komplett drin und hatte das immer dann schön zugriffsbereit, ja, im großen Rucksack liegen, wenn natürlich nicht in dem hier. So, dann geht's mal wieder nach oben. Ja, damit sind wir an Features mit dem Trident 21 auch schon fast durch. Eine Sache ist mir noch gerade aufgefallen, und zwar gibt es hier auf der Rückseite tatsächlich noch ein verstecktes Fach. Auch recht groß in die komplette Breite vom Rucksack. Auch mit Flausch innen drin, auf der Seite schön gepaddet. Auf der anderen Seite haben wir eben die Rückenplatte drin. Ja, hier könnte man entweder auch nochmal einen Laptop reinmachen, diverse Unterlagen oder eben auch Sachen hier entsprechend reinkletten. Ja, in Amerika wird teilweise genutzt, um eine Waffe verdeckt zu tragen. Ist natürlich bei uns in Deutschland eher nicht der Fall. Oder auch eine Trinkblase könnte man hier eben unterbringen und das dann entsprechend hier rausführen. Das war es dann aber tatsächlich mit den Features vom Rucksack. Mir fällt jetzt nichts weiter ein. Wenn ich den Michael fragen würde, dann würde er mir wahrscheinlich noch etliche Sachen erzählen können, was man hier machen kann. Die Möglichkeiten sind hier also wirklich fast unbegrenzt. Ja, ein wirklich toller Rucksack, ein Multifunktionsrucksack mit, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, Preis liegt über 250 Euro. Natürlich recht teuer, muss man schon sagen. Das ist natürlich kein günstiger Rucksack. Er bietet aber viel, er ist universell einsetzbar, sei es im Fotobereich, als Tagesrucksack für Wanderungen, als EDC-Rucksack für den Alltag, als Rucksack, jetzt räumt meine Katze hier alles ab, so, die ist weg, oder sei es auch als Rucksack vielleicht für kleine Übernachtungen, da kriege ich im Sommer alles unter, was ich quasi für eine Übernachtung brauche, als Get-Home-Bag, der wirklich was aushält, da kann man überall einsetzen.
Kritikpunkte habe ich tatsächlich nur einen großen, der ist mir auf einer Wanderung aufgefallen. Das zeige ich euch mal gerade. Und zwar, wenn ich wandernd unterwegs bin, dann habe ich oftmals die Daumen irgendwie so hier an den Schultergurten, um ja den Rucksack so zu tragen. Und wenn ich dann hier ein bisschen Druck drauf gebe, genau, wenn ich die, erzählt das hier genau, wenn ich die Daumen genau hier an die Polster mal drücke ich quasi die Rucksackschnallen auf. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich halt gewandert bin, stütze mich halt hier so ab oder halt meine Hände so fest, weil ich es eben nicht rum baumeln lassen will. Und wupp, ist er wieder da unten und ich muss ihn wieder hochziehen. Das war auf der Wanderung wirklich nervig. Das könnte man wahrscheinlich relativ leicht verhindern, indem die Schnalle entweder hier vielleicht ein bisschen anders positioniert wird oder man hier einfach solche kleinen nochmal Nylonbänder ran macht, so als Daumenschlaufen, wo ich die Daumen quasi einhängen kann, um während der Wanderung wahrscheinlich ein Cent-Artikel und wahrscheinlich auch eine Sache, die der Michael demnächst dann umsetzen wird, wenn er von meinem Problem erfährt. Denn für solche Sachen ist er doch recht schnell offen. Solche Änderungen können sie quasi in den laufenden Prozess direkt ändern, das hat er mir gesagt. Ja, das ist tatsächlich dann der einzigste und größte Kritikpunkt, den ich ja an dem Rucksack habe. Ansonsten kann ich leider nichts dran meckern. Mit dem Preis könnte man meckern, dass er recht hoch ist. Aber es ist nun mal ein sehr hochwertiger Rucksack, der ja vielfältig einsetzbar ist. Ich glaube, ich habe es ja schon öfter erwähnt. Man könnte natürlich noch als Kritikpunkt überspitzt anmerken, dass er so viele Organisationsmöglichkeiten hat, dass man irgendwann vergisst, was man wohin gemacht hat. Oder dass man eben manche Tasche oder manches Einschubfach irgendwann übersieht, weil es so gut versteckt ist. Aber das jetzt, das muss dann jeder für sich wissen, ob er das einen Rucksack braucht, der so viele Organisationsmöglichkeiten bietet, wo ich dann quasi auf zusätzliche Taschen verzichten kann eigentlich. Ich brauche keine zusätzlichen Molle-Pouches mehr. Ich habe alles hier drin. Das muss man natürlich auch sehen. Andere Rucksäcke kosten dann vielleicht nur 180 Euro, aber wenn ich mir dann wieder 3-4 Molle-Pouches dazu hole, dann bin ich auch wieder 60-70 Euro teurer. Naja, jedenfalls geht das Review jetzt hier schon lang genug. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mich würde jetzt mal eure Meinung zu solch hochpreisigen Rucksäcken interessieren. Mögt ihr auch solche Organisationstalente oder ist es für euch, reicht für euch auch ein einfacher Rucksack? Lasst uns da gerne mal in den Kommentaren diskutieren. Ja, und dann sehen wir uns demnächst wieder hier auf dem Kanal. Wahrscheinlich dann bei einer Tour oder bei einem weiteren Gear-Review. In dem Sinne, macht's gut, bis bald und ciao.